Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Reihe. Es ist jetzt Anfang Mai und bald Zeit für unsere zweite Pflanzung in unserem 102 Quadratmeter Gemüsebeet. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, könnt ihr ihn euch hier oben ansehen. Seit wir das Beet angelegt haben, waren wir nicht mehr dort. Ich bin schon voll gespannt, wie es aussieht. Heute fahren wir hin. Los geht's! Wow! Hey, da wächst hier schon mega viel Gemüse. Es wird total cool. Ja, shit. Ist da alles voller Unkraut? Tja, vom Beet ist nicht mehr viel zu sehen. Der Karton und die Schicht Erde waren wohl deutlich zu dünn und die Wiese ist einfach durchgewachsen. Aber man kann auch schon etwas vom Gemüse erkennen. Hier wachsen unsere Ackerbohnen. Das hier sind unsere Zwiebeln. Und hier haben wir den Knoblauch. Aber gut, was machen wir jetzt mit dem ganzen Unkraut hier? Da ich nicht jede Woche zum Beet fahren möchte, um Unkraut zu jäten, brauchen wir eine Lösung, wie das Beet dauerhaft unkrautfrei bleibt. Und dafür habe ich schon ein paar Ideen. Wir reißen hier jetzt alles raus, was nicht ins Beet gehört und lassen es dann als Mulch auf dem Beet liegen. Danach mähe ich die Wiese rundum und verteile das auch auf dem Beet. Dadurch haben wir eine dicke Schicht Mulch, durch die das Unkraut nicht mehr durchwachsen kann. Los geht's! Hey, das Schwierige ist überhaupt zu erkennen, was ist Gemüse und was Unkraut. Gibt es da irgendeinen Trick? Wie macht ihr das so? Zum Beispiel das hier. Ist das Karotte oder Unkraut? Nee, das ist Schafgarbe. Geschafft, wir haben überall Mulch verteilt, auf der Nützlingsweide haben wir nichts gemacht, das lassen wir einfach wuchern. Ich bin gespannt, ob der Mulch wirklich gegen das Unkraut hilft und jetzt ziehen wir noch unseren Kürbis und das Bohnenkraut vor. Ich habe mir zwei verschiedene Sorten geholt, einmal Jack-O-Lantern, der klassische Halloween-Kürbis und, dann noch Atlantic Giant und anscheinend kann man damit Weltrekordkürbisse züchten. Krass, ey, das wäre krass, wenn wir einen Weltrekord aufstellen würden. Dann habe ich hier noch Bohnenkraut. Bohnenkraut ist ein Lichtkeimer, darum verteile ich die Samen einfach gleichmäßig auf der Erde. Das Ganze kam dann unter meine LEDs, damit es auch genug Licht bekommt. Jetzt geht es wieder ab zum Beet, zur zweiten Pflanzung. Ich hoffe, diesmal ist nicht wieder die ganze Wiese durchgewachsen. Hey, da ist ja wirklich nicht viel Unkraut gewachsen. Ein paar Gräser sehe ich noch, die rausgekommen sind. Die werde ich jetzt nach und nach immer wieder rauszupfen und dann als Mulch drauf liegen lassen. Und mit der Zeit sollte es dann dauerhaft unkrautfrei bleiben. Das Coolste ist, hier blüht einfach schon richtig viel. Ich bin etwas skeptisch, da hier ja doch relativ viel wieder durchgewachsen ist, aber ich meine, es war ja vorher einfach eine Wiese und dafür sieht sie eigentlich schon super aus. Mulch allein ist aber nicht alles. Wie ihr im ersten Video schon gesehen habt, haben wir ein No-Dig-Beet gebaut, also ein Beet ohne umzugraben. Und auch in Zukunft werden wir nicht umgraben. Im Boden sind nämlich zahlreiche Unkrautsamen und mit jedem Mal umgraben holt man wieder neue Samen an die Oberfläche. Und mit dieser Kombination aus Mulch und nicht umgraben, sollten wir auf lange Sicht unkrautfrei bleiben. Hoffe ich zumindest. Auch die Erde unter dem Mulch ist richtig schön weich geworden und auch voller Würmer. Das Tolle ist, so eine Mulchschicht schützt nicht nur vor Unkraut, sondern hält auch den Boden schön feucht. So sparen wir uns das Gießen, denn einen Wasseranschluss gibt es hier sowieso nicht. Warum ist denn der Traktor nebenan so laut? Hey, ich will hier filmen. Jetzt geht's aber los. Jetzt pflanzen wir den Kürbis und das Bohnenkraut. Ich habe dann auch noch Popcorn-Mais angepflanzt, weil Popcorn ist halt einfach geil.
Das Beet sieht so schön aus. Ich bin mega zufrieden damit. Ich bin auch auf die Ernte gespannt. Fertig sind wir noch lange nicht. Ich habe noch viele Ideen, was wir hier noch machen können, um es zu verbessern. Wie es weitergeht, seht ihr in Teil 3. Abonniert meinen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich liebe Popcorn einfach. Aber gut, wem schmeckt das nicht?